Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von RimWorld. Weiter geht's. Weiter geht es hier. Und wir werden wieder angegriffen. Natürlich. Das erste, was passiert, wir werden angegriffen. Aber tatsächlich nicht so hart wie erhofft oder gedacht. Sie geben ziemlich schnell auf, die Jungs. Und deswegen werden wir den jetzt mal ganz kurz da. Oh. Ich glaube, das könnte eng werden. Wir werden die aber noch weiter beschießen hier. Die Jungs. Also, wenn schon, denn schon. So, da ist schon der eine weg. Den anderen holen wir uns auch noch. Na komm. So, und. Kluck. Okay, perfekt. Und jetzt werden wir mal was machen. Wir haben ja hier ein paar Räume frei. So, dann werden wir nämlich ganz kurz ihn hier nicht dahin, sondern zu einem Gefängnis machen. Dann werden wir ganz kurz hier in die Möbel rein. Wie viele liegen da? Ich glaube 4. Werden wir ganz kurz das machen. Da wir die jetzt schnell retten müssen, werden wir hier auch nochmal 4 Stück kurz hin bauen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Wann stirbst du? 4 Stunden. 7 Stunden, also. Der 7 Stunden kann schon mal von dem gefangen werden. 6 Stunden, der kann von ihm gefangen werden. So, 4 Stunden. 4 Stunden, das passt. Und er fängt den. So, wir werden sie nämlich jetzt alle mal fangen und werden die dann nach und nach ausliefern. Ich glaube, wir könnten damit eine Freundschaft mit denen herbauen und beziehungsweise oder vielleicht was aushandeln. So, ich lasse eure Mann frei und dafür kriegen wir vielleicht 15.000 Silberlinge. Aber nur vielleicht. Okay, den könntest du aber mal eben behandeln ohne. Und du behandelst ihn. Ah ne, der wird schon behandelt von irgendwem. So, überlebt er. Okay, das wird knapp mit ihm hier, wa? Das wird langsam knapp mit ihm hier. Ach, er hat auch nur noch eine Minute. Uff. Okay, warte mal. Er hat 5 Stunden. Ich habe den falschen ausgemacht. Aber egal. Behandeln mit... Ach, scheiße. Okay, wir werden nicht alle retten können, glaube ich. Behandeln mit ohne Medizin. Haben wir hier irgendjemanden in der Nähe? Der nächste wäre er hier, aber er kann nicht... Er kann nicht behandeln, ne? Nee. Da ist noch einer. Er könnte behandeln. Er darf nicht behandeln, aber trotzdem darfst du... Wer ist denn das? Nora. Nora, Nora, Nora. Oh, der hat gar keinen Arzt. Okay, warte mal. Grün. Du darfst ihn behandeln. Okay, vielleicht kriegen wir es doch noch irgendwie hin. Alle aktivieren. Junge, was hat denn er alles? Nein, okay, ihn haben wir leider nicht mehr retten können. Hätte ich ihn, glaube ich, besser direkt anders machen sollen, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Egal, wir haben 2 Stück. Wir werden hier direkt so ein bisschen Forschung versuchen zu extrahieren. Und dann gucken wir mal, was wir da mit denen machen. Einen von beiden. Wir versklaven die Dinger. Würde jetzt nicht jeder toll finden, aber das ist mir eigentlich egal. Oder wir verkaufen sie. Also versklaven, verkaufen. Oder wir rekrutieren sie. Wir gucken mal ganz kurz. Ob einer... ja, da ist einer tatsächlich, der mir gefallen würde tatsächlich. Ja, hier.
Er hat ziemlich viel Intellekt und könnte für uns die Forschung wieder übernehmen. Wir haben ja leider einen verloren. Von daher weiß ich nicht. Könnte man eigentlich machen. Tja. Der Rest ist so sodala, ne? Also der Rest ist eher so Kanonenfutter tatsächlich. Noch schuldig 8 Stunden. Ich glaube, ich lasse die alle frei. Ja, ich glaube, ich lasse die wirklich alle frei. Shit happens. Ich bin ja gar nicht so böse auf die. Die haben ja nichts gemacht. Die sind in meine Fallen reingelaufen. Ihr habt mir ein bisschen Holz gekostet. Dafür habt ihr bei eure Waffen bekommen. Und damit bin ich eigentlich schon feini. So, dann machen wir das mal ganz kurz hier. Jo, ich würde sagen, wir werden die gleich rauslassen. Kurzschläfer, sorgfältige Schütze. Die sind halt schon cool, ne? Willen reduzieren. Der Wille ist nochmal, der wie stark der entschlossen ist, sich nicht zu unterwerfen. Wenn der Wille auf Öde ist, kann der Gefangene versklavt werden. Ich weiß nicht. So, wir haben einen, der erwachsen wird. Er wird auf jeden Fall Fernkampf. Er macht Konstruktion und er müsste Medizin machen. Auf alle Fälle. Hübsch, Schmutzfink, Vielfraß. Ich glaube, wir nehmen hübsch, weil alles andere ist so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich bin überlegen. Nee, wir machen so. Ich glaube, das ist ganz gut. Also, ja. Wer war das jetzt? Faye, ne? Genau, Faye war es. Also Faye kann jetzt wirklich also ein bisschen lernen und genau, das ist vielleicht ganz gut so. So, wir können tatsächlich hier mal was anderes machen, dass die vielleicht ein paar rekrutieren, nicht rekrutieren, nee, bloß nicht. Widerstand. Wir machen Widerstand. Reduzieren. So. Weil wir haben ja jetzt einen, der nichts kann. Und deswegen machen wir Faye. Kannst du die Behandlung übernehmen? Nein. Weil Faye ist noch kein Arzt. Okay. Dann dürftest du es jetzt aber jetzt machen, oder? Ja. Guck mal, dann kannst du direkt mal ein bisschen was lernen hier. 1,66, mal gucken. Und 13. Das war nicht viel. Das war jetzt wirklich nicht viel. Aber egal. So. Gut, wie sieht's denn aus? Seid ihr denn... Okay, ihr könntet eigentlich auch schon freigelassen werden. Also von daher... Rufgewinnung bei Freilassung nichts. Okay, jetzt muss ich doch nochmal überlegen, was ich mit dem mache. Sklavenpreis... Okay, Sklaven. Okay, weil sie noch, glaube ich, ein bisschen kaputt sind. Okay, wir behalten sie doch noch mal ein bisschen hier. Mal gucken, ob wir dann vielleicht doch irgendwas an Ruf bekommen. Dann bleiben wir doch noch mal hier. Dann bleiben wir doch noch mal hier. So, okay. Weiter geht's. Ich würde gerne als nächsten Step würde ich gerne Folgendes machen. Wir haben ja hier die Fallen. Die Forschung ist so gut wie durch. Also wenn diese Forschung durch ist, würde ich gerne anfangen, den zweiten Abschnitt fertigzustellen. Bedeutet, ich würde das hier oben einmal kopieren wollen.
Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich habe komische Geräusche im Hintergrund gehört. Eine der Katzen macht da irgendwas gerade. So, und zwar, hoppala. Also das würde ich dann tatsächlich gerne hier hinbauen. So. Wenn wir das nämlich dann haben, dann können wir dann die ersten Fallen und so weiter bauen. Also alles nach und nach. Die Forschung läuft ja jetzt aktuell weiter, weil wir nur das eine Feld da freigegeben haben. So, die Dinger machen wir ganz kurz weg. Dann können die sich nämlich da drauf legen. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Genau. So, die sind fleißig am Arbeiten. Wir müssen auch die Gäste wollten wir eigentlich auch. Ach, wir haben so viel To-Do wie das. Wir haben jetzt schon wieder so viel To-Dos. Okay, warte mal. Ich glaube, wir machen was anderes. Ja, ich habe eine Idee. Ja. Die Idee ist jetzt wirklich bestens. Also wir werden jetzt das hier wegmachen. Werden wir hier Gäste einlagern. Dann werden wir das hier machen. Dann kann nämlich der Raum erzeugt werden. So, das sind doch schon mal zwei Riesenpunkte, die wir jetzt machen werden. Die Forschung läuft nicht mal weiter. Habe ich das jetzt gut überdacht? Ich glaube nein. Okay, Moment. Halt. Stopp. So, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Okay, wir müssen, glaube ich, erst die Forschung zu Ende machen. Wir brauchen die Geschütztürme. Komme, was wolle. Haben wir hier eigentlich wieder umgestellt? Nö. Und wir haben die 5000 Silberlinge. So, das speichern wir. Kopieren. Und pasten. Okay, wo ist das komische Tier? Da kommt es und flupp. Okay, die erste Falle war es dann schon. Sehr gut. Okay, und wir bestellen mal ganz kurz den Omni. Omni Tier 3. Der hat wie viel gekostet? 5, 7. Wir haben 6. Wir machen mal 6, 5. Dass es schnell geht. Kluck. So. Dann dürfte es vielleicht was schneller gehen. Vielleicht, aber nur vielleicht. So, was wollt ihr jetzt hier? Ihr wollt einen Lux haben? Ihr wollt einen Lux haben? Für 840. Hand. Eine mobile. Was ist denn das zum Henker? Kommt das Ding denn dann auch zu mir oder was? Na egal. Nein, ich gucke da jetzt gar nicht drauf. Wir kommen sonst hier wieder auf dumme Gedanken. Sonst kommt wieder hier Kurzschluss in Endschluss und irgendwas passiert hier. Nein, 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 nein. Wir machen hier gar nichts. So, wie sieht's denn hier aus? Ihr seid immer noch nichts wert. Ah ja, er wird langsam was wert. Er hat jetzt schon. Er wird langsam was. Er wird langsam was. Vielleicht kriegen wir da doch noch ein bisschen irgendwo her. Benit. Ja, wenn nicht, ja. Wenn nicht, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir müssen mal ganz kurz das Bett ändern. Ne, können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Tja, was machen wir denn jetzt? Ah ja. Der ist jetzt schon 1000 Silberlinge wert. So langsam lohnt sich der Verkauf für dich. Auch wenn du das nicht haben möchtest. Aber langsam lohnt sich der Verkauf. So, da sind sie fertig mit dem Abbau. Hier sind sie fast fertig mit dem Bau. Auch hier sind wir sehr gut dabei. Das haben wir auch noch nicht fertig geschlossen, abgeschlossen. Wieder so viele Baustellen offen. Wärter benötigt. Wir haben keinen Wärter? Oh, wir haben keinen Wärter. Stimmt, weil wir jetzt keinen mehr haben, ne? Wir setzen mal die zwei ran. Nano und Nora. So, was machen wir denn jetzt mit euch? Also, seid ihr jetzt irgendwas wert, Kollegen? Gefangenen? Nein. Und? Nein. Okay, was machen wir mit euch? Die Geschütztürme sind fertig. Er ist auch nichts wert und wird auch nichts wert werden. So, die Frage ist halt,
ihr wollt ja bestimmt nicht zu mir, würde ich jetzt einfach mal bitte sagen, ne? Ihr habt ja bestimmt keinen Bock, zu mir zu kommen. Raus wollt ihr auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir Wilde runter und dann versklaven und dann verkaufen, oder was? Ich weiß halt nicht, also... Also Widerstand ist halt riesig. Widerstand ist halt riesig. Wille. Wir versuchen das mal. Ich glaube aber, da werden so ein oder zwei, drei abgefuckt sein, dass ich hier irgendwelche Sklaven verkaufe. Oh, das wäre auch mal eine Idee. Wirklich so eine Kolonie machen, die wirklich nur auf Sklavenhandel ausgelegt ist. Aber da müsste man halt irgendwie gucken, dass man auch wirklich Kolonisten hat, die da nicht so drüber nachdenken. Weil wir werden jetzt gleich auf jeden Fall Malus bekommen, dass wir Sklaven halten. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Zu 1000%. Deswegen bin ich am Überlegen, wie wir es machen. Egal. Wir bauen jetzt mal ganz kurz hier 1, 2, 3. Okay. Geschütztürme hin. 1, 2, 3, 4. Und wir stellen hier nochmal einen Bunker hin. So. Klack. Okay. Wir verbinden das mit Strom. Wir haben keine Granitbrocken mehr. Das würde ich jetzt eigentlich fast bezweifeln, aber wenn er das sagt, wird das wohl stimmen, ne? So, Wille auf. Okay, hier geht der Wille ganz schnell runter. 1-1, 2-3, 1-3. Also da dürfte das relativ schnell gehen. Deine Wärter werden in den Gefangenen bedrohen, um seinen Willen zu schwören. Okay, dann machen wir direkt das. Komm, scheiß drauf. Wird direkt versklavt hier. Es wird hier alles direkt versklavt. Ich weiß gar nicht, was machen die Sklaven eigentlich? Werden die auch irgendwann mal so aggro, dass die auch ein bisschen ernst machen? Ich habe nie mit Sklaven gespielt, also tatsächlich. Ich habe, glaube ich, mal einmal einen Sklave oder zweimal einen Sklave und jedes Mal war irgendwie so, ey, nee, ist gar nicht so fein. Wir sind dann nicht mit einverstanden. Und dann habe ich halt wieder verkauft und das gab dann noch mehr Terror. Irgendwas war da. Also irgendwas gab es da und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, alles klar, wir werden keine Sklaven mehr halten. Was ja auch richtig ist, muss man ja sagen, ne? Aber so, die kann weg. Die kann hin. Es müssten eigentlich noch 3 Stück gebaut werden, oder? Ne, 4 Stück sogar. Stimmt, wir haben ja ein paar Mann verloren. Wir haben ja leider ein paar Mann verloren. So sieht es nämlich aus. So, wie sieht es denn hier aus? 1. Oh, der ist schon. Oh, der ist auch. Die sind alle sehr niedrig. Die sind alle sehr, sehr niedrig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Können wir hier vielleicht diesen Boden eben noch machen? So. Wie sieht's mit dem Strom aus? Wir haben noch 2.500. Oh, da hat irgendjemand das Rezept angenommen. Wir werden beliefert in 8 Tagen. Uff, das dauert aber noch lange. 8 Tage sind lang. 8 Tage sind sogar sehr, sehr lang. Okay. Gut, aber wir hatten ja gesagt, sobald wir das haben, wir werden hier weitermachen. So, das kann jetzt auch weg. Ach, guck mal, die haben sich schon komplett weggerissen. Das ist gut. Dann können wir die 2 Steine auch mal sagen, die sollen da weg. Die natürlich auch. Dam, da-dam, da-dam. Der Wille ist auf 0. Der Wille ist auf 0. Okay, 2-mal Wille haben wir auf 0. Pennen die dann in normalen Betten? Wo pennen die denn überhaupt? Ey, ich habe keine Ahnung von den Dingern, ne? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich halte keine Sklaven im Regelfall. Waffenhändler. Flüchtlinge versklavt. Okay. Habt ihr jetzt Soziales? Warte mal. Nee. Also, hier ist jetzt keiner. Glückliche Kinder.
Und sind die denn alle hier so glücklich? So, Sklave. Terror 0. Aufstands unterdrücken. Befreien. Ein Wörter wird diese Sklaven befreien. Diese werden den Gebiet zu Fuß verlassen und ihre Arbeitsaktion, okay. Rufbewegung, Unterdrückung 25% pro Tag. Unterdrückung reduziert sich mit, warte mal, gab es da nicht dieses komische Gefängnis, das ein Metall auf einer Leichnam setzt dafür eine besondere brutale Effekte-Methode, um Sklaven zu terrorisieren. Müssen wir die denn terrorisieren? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Müssen wir das? Also er wäre ja jetzt tatsächlich, er darf nicht für uns forschen. Ah. Okay. Interessant. Achso, wir hatten doch einen Waffenhändler hier. Stopp. Halt. Stopp. Du gehst dorthin und redest mit dem. Vielleicht will er ja was von mir. Oh ja, er verkauft. Er kauft. Er hat auch noch ein bisschen Geld bei. Hier wird alles verkauft, was nicht nagel- und nagelfest ist. Die ganzen Waffen. Und das da und das da und... er verkauft auch sowas. Das finde ich gut. Das heißt also, wir nehmen wieder ein, zwei Sachen wieder. Ach komm, scheiß drauf. Behalte dein Geld. Behalte gar mein Geld. Behalte mein Geld. Hauptsache, du hast mir da was getan. So, jetzt müssten wir eigentlich einen Sklavenhändler irgendwann bekommen. Die zwei müssten wir dann auch noch übernehmen. Und dann hätten wir drei Sklaven. Wie gesagt, zufrieden bin ich da nicht mit. Das sage ich auch ganz klar, ne? Für was steht denn der Terror? Terror ist die Möglichkeit, Sklaven unterdrückt zu halten. Dieser Wert steigt, wenn sich der Sklave in der Nähe von anständigen Dingen wie Terrorpuppen aufhält. Ein Sklave kann nur von drei Terrorquellen gleichzeitig beeinflusst werden. Je höher die Terror, desto langsamer sinkt die Unterdrückung. Okay, warte mal, das heißt, wo pennst denn du jetzt gerade? Okay, du pennst irgendwo am Boden. Okay, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Okay, warte mal, dann müssen wir mal ganz kurz... Ah, okay, ich habe aber verstanden. Also heißt doch. Okay. Ja, nee, wir haben ein Problem. Ich bin überfordert. Das brechen wir ab und werden dann das hier oben ganz kurz fix bauen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Tschüss.